C'est quoi, mais ici-là? What is loose? Ein Kado? Ich habe gar kein Geld dabei. Also persönlich jetzt. Ich. Also wir sind auf einer Piroge irgendwo. Was? Brauch was, um meinen Magen zu terrorisieren. Das heißt Feuer. Ja, das habe ich auch nicht. Ja, du hast aber noch eine Kippe, oder? Ja, aber jetzt film ich gerade, Sekunde. Feuer? Okay. Siehst du Karl? Karl spielt irgendwo Fußball. Pollution. Doch, das ist richtig. Das sind die anderen Porten. Was? In der Liga. Also, wir haben hier die Fototasche von Anja. Irgendwo. Aktion Fototasche. Kannst du mir kurz hochhalten, Anja? Thank you.
hier früher mal die erste Dusche. Die erste Dusche war hier, wo die Stühle hier sind. Es ist in der Tradition, dass wo früher Dusche waren, da dürfte keiner mehr da wohnen, da wohnen. Also so Wohnhäuser dürfte nicht dort gebaut werden. Deswegen ist die Schule hier herausgebracht worden. Das war die allererste Moschee, die gehen wir hier. Und dann haben wir hier im 12. Jahrhundert von den Marokkanern gebaut worden. Von den Marokkanern. Das ist erstmal gebaut worden. Und dann, wenn, als die Marokkaner weg waren, da ist zugemacht worden und die haben woanders gebaut. Und dann irgendwann mal hat die Leute, die Bevölkerung von denen gewünscht, sich gewünscht, dass die Musik noch machen. Das ist so geschehen. Und seitdem ist die Musik da. Und jedes Jahr, also alle Dörfer in der Umgebung kommen, und dann, das ist nur ein Leben, ne? Da wird neu ein Leben drauf gemacht, jedes Jahr. Deswegen hat die so lange gehalten? Ja. Und das ist 1906 gebaut, 1906 gebaut, angefangen, ja, und 1907 fertiggestellt. So alt ist sie denn doch nicht. Also die ist... Lieber Patrick, die Zwischenbilanz sieht so aus. Ich freue mich sehr, hier zu sein, in Jenne. Die Fahrt war spitzenmäßig und du lachst dich gerade hinter der Kamera zu Tode. Und deshalb... Jetzt erstmal auf Hals. Vollermaßen, wir sind jetzt hier knapp zwei Wochen in Mali. Sieht eigentlich ganz gut aus, bis auf die Hitze und so weiter. Ist eigentlich alles recht perfekt gewesen. Ein bisschen stressig, ein bisschen windig, ein bisschen sandig. Aber sonst ist eigentlich alles perfekt. Und ja, es ist warm hier. Und aber recht nette Menschen und so weiter. Und Uli auch. Uli ist auch hier. Uli ist auch dabei. Fellbremse. Ja, aber mir willst du machen, du Vogel. Kein Kommentar. Going on the stick. Zwischenbilanz von Anja? Stock. Steffi wird gar nicht gefragt. Steffi? Wie sagt ihr alles? Jürgen! Unser Fotograf. Eine Zwischenbilanz. Days run by. Hä? Schöne Fotos. Lauter, hört niemand. Schöne Fotos! Glaube ich nicht. Herr Brusch? Zwischenbilanz. Okay, Rekord gebrochen. Außerdem. Mal in einer Nacht. Außerdem ist alles wieder fest. Nee, aber nur bei dir. Nur bei dir. Du hast es im Griff, ey. Und Raphael, Zwischenbilanz? Was sagt Rafa dazu? Rafa! Los jetzt! Ja. Henrik muss kacken. Henrik hat eine Macke an der Kacke. Ey, wäre perfekt, wenn man den, oder? Jetzt wenigstens ein bisschen abstützen dann dabei. Guck mal. Wenn man das hier rausreißt, ist geil. Wilhelm guckt, ob auch noch was für ihn dabei ist. Darf ich vorstellen, wo ist denn Wilhelm? Das ist Wilhelm. Er arbeitet bei Sidi und hat uns während der gesamten Mali-Fahrt beraten und begleitet. Ja, lass ihn! Ich rufe ihn raus. Das ist Lassin, unser Fahrer, wollte ich kurz mal sagen. I just represent. Ich bin Terrorist. Kommen Sie mal, please, to me. Der tägliche Markt darf natürlich in keiner afrikanischen Stadt fehlen. Hier kann man hauptsächlich Lebensmittel kaufen. Oui.
Anna hat la Freunde. Ah, ouais. Son mari, c'était un vieux français. Moi, je vais faire autre chose. Moi, je l'ai parlé. Je ne sais pas si elle vit encore avec son mari. Buri Coran, il est là. Tu as le droit de me dire. Voilà, le vieux français. Yeah. Il est mort, le vieux français. This is going on the stick hardcore. Euroflot. In der Mittagshitze zerfloss unser Gehirn zu einer breiigen Masse, wie hier deutlich zu sehen und zu hören ist. Wenn die das in Berlin sehen, das Video, die werden sich endlich mal denken, wie bekloppt, ey, das würde so Schrott lachen, ey. Ja. Wieso fällt das schon wieder aus? Small. Wir könnten ja jetzt alle unsere Sprüche mal runterlassen. Um unsere kulturellen Kenntnisse zu erweitern, besuchten wir einen Familienbetrieb, der Tücher mit der Bourguelin-Technik, das heißt mit Lehm, bemalt. Das wird dann die erste Farbe. Das ist so die erste Farbe, die braucht. Das ist hier Mundene. Das ist Lehm. Und was der hier in der Hand hat, das ist schon deutlicher, damit die Farbe in dem fixiert wird. Aber was er jetzt aufträgt, ist im Grunde dieselbe Farbe, nicht? Wie das Tuch, die das Tuch schon hat. Die Stadt Jenisch stand nicht immer da, wo sie heute steht. Vor vielen, vielen Jahren war sie auf der anderen Seite des Flusses gelegen. Die Scherben, die am Boden liegen, zeugen noch von dieser Zeit. Diesen Ort nennt man Alt-Jenne. Hallo, Lassin. So, dass ich nicht rüber. Khaled, der Archäologe. Khaled Akadi. Khaled und Steinchen. Werfer. Voll der Autonome. Was macht denn ihr da unten noch? Nichts Falsches. Afrikanische Spielchen. Okay, jetzt haben wir hier mal. Kampf ums Wasser, ey. Kampf der Lohe.
Kadi. Say hello to Germany. Okay, Oniwa, weiter geht's. Nico? Was sagst du zu Jenny? Ja, super. Bisschen kaputt, wa? Berlin, Graffiti und so, guckst du an? Ja. Schön draufgesprüht, schießt er? Nico hat gerade den Ring gefunden. Ja, und den Ring haben wir auch gefunden. Stein-Akadie. Ja, in den 22. muss ich kurz mal sagen. Hier ist gerade das Auto abgesoffen von der Fähre. Jürgen, Amadou, Lassin, Khaled, Jule und ich sind auf eine Tagesreise nach Mopti gefahren. Diese Stadt ist größer als Djenne und liegt ca. 2 Stunden Autofahrt entfernt. Mit dieser Fähre musste man über den Fluss. Jetzt ein paar Bilder aus Mopti für die Daheimgebliebenen und den Rest der Welt. Mr. Terrorist, look them up please to me. Akadie vorbei. Da hinten ist er. Ich sag nur Stein-Akadie. Ganz schön unscharf Stein-Akadie. Das ist er, Stein-Akadie. Der Laster ist draußen. Die Säcke sind da. Jetzt Amadou, geh doch mal ins Bild. Da haben wir unsere Fähre. Und hier haben wir die Säcke. Khaled Freedom. Komm nur. Ich war der Dame.
Mr. Terrorist, Mr. Terrorist, come to me, please to me. Sonnenuntergang. Kitschig. Jetzt fehlt nur noch Kitsch lassen, eng das umschlungene. Das Pferd ist da. Ja, das Pferd, genau. Das Pferd, aha, ist da. Palmen. Das Pferd müssen gefilmt werden. Ich glaube, ich lasse mir hier ab. Die Kamera trifft gleich davon auf. Wenn wir einen Fotoabzug machen, dann schickt ihr dann Bravo. Jetzt gehen wir auf die Fähre. Zurück im Channel konnten wir auch die neuesten Fußballergebnisse aus der Bundesliga mitkriegen. Good morning. Ich habe mehr als eine Batterie dabei. Wie fühlen Sie sich, Herr Brusch? Ich überlege gerade, ob ich noch genug Power habe, auch zu stehen, die Kamera. Mach bitte die Kamera aus. Hendrik, Jule und ich wurden von Lassine einen Tag früher als die anderen zurück nach Bamako gefahren, da Hendrik eine Analthrombose hatte und nach Bamako zu einem Arzt musste. Was eine Analthrombose ist, lass dir am besten von ihm erklären. Die entsprechende Erholung fand Hendrik natürlich auf Sigis Balkon, wo sonst? Und natürlich nur in der Bauchlage.
Wir haben Dienstag. Und es gibt Reis. Reis mit Soße und Reis ohne Soße. Es gibt Reis, Baby. Bazooka Man. Small Bomb. Ober. Whisky, Als krönender Höhepunkt und Abschluss unserer Mali-Reise besuchten wir ein Gymnasium in Bamako, das Lycée Askia Mohamed, wo wir herzlich empfangen wurden. Thank you.